Liebe Genossinnen und Genossen, 2019 kann das Jahr einer gesellschaftlichen Wende werden. Die Ära Merkel neigt sich dem Ende zu. Zwar ist mit der Wahl von Kramp-Karrenbauer die Fortsetzung der Großen Koalition vorerst nicht gefährdet. Das ist jedoch keine gute Nachricht aus Sicht der Mehrheit der Bevölkerung in diesem Land. Denn diese Regierung hat weder den Willen noch die Kraft, die drängendsten und wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit zu lösen. Wir können es uns nicht leisten, darüber nur mit Kopfschütteln oder gar mit einem resignierten Schulterzucken zu reagieren. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Die Zukunft Europas, die Frage, ob wir die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen können, ob die Gesellschaft weiter auseinanderdriftet oder ob es gelingt, den gesellschaftlichen Reichtum und die Arbeit gerecht zu verteilen. Ob in Europa das Sterben von tausenden Menschen an den Außengrenzen weiter in Kauf genommen wird und den Rechten bei den Wahlen in Europa und bei den Landtagswahlen der Durchmarsch gelingt. Oder ob wir Veränderungen auf den Weg bringen, die den Alltag der Mehrheit verbessern, statt dass die Köpfe der Menschen durch Hetze vergiftet werden. Alle diese Fragen werden uns durch das kommende Jahr begleiten. Dieser Tage macht Donald Trump Schlagzeilen, weil er ganze Bereiche des Staates nicht mehr finanziert. Was wie ein idiotischer Streit um eine idiotische Mauer aussieht, ist jedoch Kernstück rechter und neoliberaler Politik. Die demokratischen und sozialstaatlichen Elemente des Staates werden schrittweise ausgehöhlt und zerstört. Am Ende soll übrig bleiben, was für Profite, Herrschaftssicherung und Militär notwendig ist. Tendenzen in diese Richtung eines autoritären Kapitalismus unter Führung rechter Multimillionäre sehen wir in vielen Ländern. 2019 ist auch Brasilien dazu gekommen. Und leider haben auch in der Chefetage mancher deutscher Konzerne die Sektkorken geknallt. Wir stehen am Anfang eines neuen Kalten Krieges, der schnell zu einem heißen Krieg eskalieren kann. Seit Jahrzehnten war die Gefahr eines Atomkriegs nicht mehr so groß wie heute. Die EU reagiert mit Aufrüstung und dem Aufbau einer Interventionsarmee. Würde Deutschland tatsächlich 2% des Bruttosozialproduktes für Militär ausgeben, würde Deutschland mehr für Militär ausgeben als die Atommacht Russland. Diese Politik ist verantwortungslos, liebe Genossinnen und Genossen. Statt einer europäischen Armee brauchen wir Abrüstung, ein Verbot von Waffenexporten und europäische Entspannungspolitik. Und wir brauchen eine gerechte Weltwirtschaft. Frieden lässt sich nur erreichen, wenn wir den Kapitalismus weltweit mit seiner Freihandelspolitik, mit dem Raub von Land, Ressourcen und Energie an die Kette legen. Die Ära Merkel steht für das Gegenteil. Sie hat alles auf Exportweltmeisterschaft gesetzt. Die Kehrseite ist die soziale Spaltung in diesem Land. Während die Profite der DAX-Konzerne gewachsen sind und das 1% der Multimillionäre immer reicher geworden ist, ist der Aufschwung an der Hälfte der Bevölkerung vorbeigegangen. Das deutsche Exportmodell ist Krisenfaktor Nummer 1 in Europa. Wirtschaftlich bietet es selbst für die Beschäftigten der Exportindustrie keine sichere Zukunft mehr. Ökologisch ist es nicht tragfähig. Sinnvoller wäre doch, statt Aufrüstung und Dieselsubventionen braucht es mehr Geld für Investitionen in bezahlbare Wohnungen, in Bildung und Pflege. Erst diese Woche kam die Meldung, dass bundesweit 100.000 Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas fehlen. Das ist die Folge der Verwüstung des Öffentlichen durch diese Regierung. Europa steht vor einer Richtungsentscheidung. Die Alternative lautet Politik im Interesse der Mehrheit und zur Rettung des Klimas oder immer mehr Profit für wenige. Menschenwürde und Solidarität oder Gesellschaften, die immer mehr in eine autoritäre Richtung driften. Die Hoffnung für ein anderes, soziales und demokratisches Europa kommt von links. Wir dürfen und wir werden dieses Land und Europa weder den Rechten noch den Kräften eines Neoliberalen weiter so überlassen.
In diesem Jahr liegt der Fall der Mauer 30 Jahre zurück. Wenn wir aber auf die Löhne, die Renten, die Erwerbslosigkeit und die Infrastruktur schauen, wird deutlich, zwischen Ost und West existiert nach wie vor eine Mauer. Sie ist gebaut aus Ignoranz. Ignoranz, mit der die Regierung seit 1990 und Angela Merkel in den Jahren ihrer Kanzlerschaft die Augen und Ohren vor den Sorgen und Wünschen der Menschen in den ostdeutschen Bundesländern verschlossen hat. Sie ist gebaut aus unsozialer Politik, die es immer noch nicht geschafft hat, die Löhne und die Wirtschaftsentwicklung anzugleichen. Andere Spaltungen laufen quer zu Ost und West. Wenn ganze Regionen zu Niedriglohnzonen werden und die Infrastruktur kaputt gespart wird, wenn in vielen Kommunen schon das Personal fehlt, um Investitionsmittel des Bundes abzurufen und sinnvoll zu nutzen. 25 Milliarden Euro sind nicht abgerufen worden, weil das Personal in den Planungsämtern, in den öffentlichen Kommunen und Ländern fehlt. Zukunftsperspektiven in postindustriellen Räumen zu eröffnen, ist eine Schlüsselfrage für die Zukunft der Demokratie und Schwerpunkt für linke Politik. Wir wollen gleichwertige Lebensverhältnisse und Zukunftsperspektiven in strukturschwachen Regionen und im ländlichen Raum. Und das ist möglich, wenn wir in Pflege und Bildung, in ökologische Mobilität, Biolandwirtschaft und in eine sozial- und ökologisch innovative Industrie investieren. Eine neue Zeit hat längst begonnen. Die alten Rezepte der Großen Koalition und der Neoliberalen funktionieren nicht mehr. Wer bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für die Mehrheit der Menschen hierzulande und eine Zukunft für ein gemeinsames Europa will, der muss Alternativen zu diesem Wirtschaftsmodell stark machen. Öffentlich investieren statt sparen und privatisieren. Dieses Prinzip leitet auch unsere Europapolitik. Wenn die Erwerbslosigkeit eine bestimmte Quote überschritten hat, sollen die Mitgliedsländer verpflichtet werden, mit Investitionen gegenzusteuern. Statt zu unsozialer Kürzungspolitik sollen die Mitgliedstaaten gezwungen werden, bezahlbaren Wohnraum entsprechend dem gesellschaftlichen Bedarf zu fördern. Öffentliche Aufträge dürfen nur an tarifgebundene Unternehmen vergeben werden. Regional und nachhaltig geht vor billig. Das ist die Devise. Die Linke steht für einen grundlegenden Richtungswechsel in der Sozial- und Wirtschaftspolitik. Wir wollen das Diktat der Wettbewerbsfähigkeit überwinden und Europa mit den Menschen zusammen demokratisch neu begründen. Im Interesse der Mehrheit in Europa statt im Interesse der Konzerne. Nur dann hat die EU eine Perspektive. Die früheren Volksparteien Union und SPD sind auch deshalb in der Krise, weil sie keine Antworten auf die Zukunftsfragen haben. Sie bieten keine wirklichen Alternativen, zwischen denen die Menschen sich entscheiden können. Als Folge davon haben sich die Schreihälse der AfD ausbreiten können. Liebe Genossinnen und Genossen, in den nächsten Jahren geht es darum, wer die Ideen, die Kraft und den Mut hat, um die Zukunftsfragen dieser Gesellschaft anzugehen. Wir stärken die Linke, wenn wir die drängenden Alltagssorgen der unteren Hälfte der Gesellschaft in den Mittelpunkt rücken und mit unseren Antworten auch Antworten auf die gesellschaftlichen Zukunftsfragen geben. Denn die Zukunft der Arbeit und der Mobilität, die Zukunft des Klimas und die Zukunft Europas werden in den nächsten Jahren über die Lebensqualität aller Menschen in diesem Land entscheiden. Die alleinerziehende Verkäuferin, die Familie des hart arbeitenden Paketzustellers und der Altenpflegerin, die Rentnerin im Ruhrgebiet und der Rentner in Leipzig, sie leiden darunter, dass sie mit dem Lohn oder der Rente kaum über den Monat kommen. Das haben sie mit über einem Drittel der Menschen in diesem Land gemeinsam. Sie haben keine Zeit zu warten, dass die Regierung endlich handelt, und sie wollen auch kein leeres Geschwätz von der Zukunft der Arbeit hören. Denn ihre Erfahrungen in der Arbeitswelt sind Niedriglöhne, prekäre Jobs ohne soziale Absicherung und Dauerstress. Millionen Menschen erfahren das täglich. Eine gerechte Gestaltung der Arbeitswelt ist daher das Herz jeder linken Alternative. Wir kämpfen dafür, dass alle Menschen ohne existenzielle Sorgen und Dauerstress über den Monat kommen.
Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Arbeit ausgeht. Unter den heutigen Rahmenbedingungen wird die Digitalisierung jedoch dazu führen, dass Niedriglöhne, prekäre Arbeit und Dauerstress zunehmen. Die linke Aufgabe ist, die Zukunft der Arbeitswelt sozial gerecht für alle zu gestalten. Das bedeutet soziale Absicherung, gerade auch für die Arbeiter und Angestellten, deren Berufe von der Digitalisierung bedroht sind. Das bedeutet aber auch, neue Horizonte zu eröffnen, ein anderes Verhältnis von Arbeit und Leben. Die anderen Parteien reden von Flexibilisierung und Balance. Das sind genau diese leeren Formeln, hinter denen sich das weiter so verbirgt. Die linke Herausforderung, die linke Antwort auf die Herausforderung der Digitalisierung lautet: Löhne, die für ein gutes Leben reichen, und Arbeitszeiten, die zum Leben passen. Auch der konservative Seeheimer Kreis fordert jetzt wie die Linke einen Mindestlohn von 12 Euro. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir lassen nicht locker, bevor der Schritt vom Papier in die Wirklichkeit gelingt. Ich glaube, wir müssen sogar in diesem Jahr die Forderung nach 13 Euro auf die Agenda setzen. Nicht, weil es darum geht, die SPD zu überflügeln, sondern weil der Mindestlohn so berechnet sein muss, dass er später auch für eine armutsfeste Rente reicht. 12,63 Euro, sagt die Bundesregierung, sind nötig, um bei der Rente über die Grundsicherung von 790 Euro zu kommen. Damit hast du aber keine armutsfeste Rente und keine lebensstandardsichernde. Damit Löhne für ein gutes Leben reichen, müssen flächendeckende Tarifverträge wieder Normalität werden. Dann können wir auch etwas daran ändern, dass Frauen immer noch im Durchschnitt ein Fünftel weniger verdienen als Männer. Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit ist unser Ziel. Flächendeckende Tarifverträge und die Aufwertung der Arbeit in der Pflege, Bildung und sozialen Bereichen sind wichtige Schritte auf dem Weg dahin. Für viele lassen sich Arbeit und Leben nur schwer unter einen Hut bringen. Dauerstress und Zukunftssorgen zermürben und machen auf die Dauer krank. Aber auch die Arbeitswelt, aber auch in der Arbeitswelt ist eine neue Zeit längst angebrochen. Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich ist längst eine real existierende Bewegung bei den Beschäftigten. Schon wird getitelt: Zeit ist die neue Währung. Aber es ist für viele Menschen auch ein Dilemma. Ausreichender Lohn oder Zeit für Erholung? Es gibt einen Ausweg. In zwei Kliniken in Frankfurt wurde ab 1. Januar die 35-Stunden-Woche für Pflegekräfte eingeführt, bei vollem Lohnausgleich. Wir kämpfen dafür, dass dieses Beispiel Schule macht. Nicht nur in der Pflege, sondern in allen sozialen und körperlich belastenden Berufen und dann auch gesamtgesellschaftlich. Die Arbeit der Menschen ist heute so produktiv, die Gesellschaft so reich, dass ein neues Verhältnis von Arbeit und Leben längst möglich ist. Die Arbeit kann eher um das Leben kreisen, statt dass sich das ganze Leben um die Arbeit drehen muss. Lasst uns die kurze Vollzeit, 30 Stunden mit Lohnausgleich für alle verwirklichen, verbunden mit Wahlarbeitszeiten zwischen 28 und 35 Stunden, die die Menschen je nach Bedürfnissen und Lebensphase selbstbestimmter gestalten können. Liebe Genossinnen und Genossen, wir werden die Linke stärken, wenn wir deutlich machen, dass wir die Partei sind, die die soziale Gerechtigkeitsfrage und die Klimagerechtigkeit zusammenbringt. Zeitwohlstand und soziale Absicherung sind eine attraktive Basis für ein ökologisches Wohlstandsmodell der Zukunft. Wir überlassen den Klimaschutz nicht den Grünen. Wir machen Druck dafür, dass die dreckigsten 20 Kohlemeiler bis 2020 vom Netz gehen. Den Kohleausstieg verbinden wir aber mit einer Einkommens- und Beschäftigungsgarantie für die Beschäftigten, und wir wollen Investitionen in eine nachhaltige regionale Wirtschaftsentwicklung. Wir wollen die Mobilität der Zukunft gestalten. Das geht nur mit dem Willen zu grundlegender Veränderung. Dazu gehört eine soziale und ökologische Mobilitätswende. In 10 Jahren kann der öffentliche Personennahverkehr gebührenfrei und gut ausgebaut sein.
Investieren wir in Lebensqualität und Klimaschutz statt in blindes Wachstum. Wenn wir die Haushaltsüberschüsse sinnvoll nutzen und endlich die Multimillionäre und Konzerne zur Kasse bitten, schaffen wir den Einstieg in eine sozial gerechte und ökologisch zukunftsfähige Wirtschaft. Steigende Mieten, Wohnungsnot und Verdrängung sind für Millionen Menschen die drängenden sozialen Fragen im Jahr 2019. Unsere bundesweite Kampagne Bezahlbare Miete statt hoher Rendite trifft da genau den Punkt. Ich freue mich, dass unsere Forderung nach Enteignung der großen Immobilienkonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen gerade Rückenwind bekommt. Berlin unterstützt eine deutliche Mehrheit die Enteignung privater Immobilienkonzerne. Das ist doch eine gute Botschaft ins Jahr 2019. Diese treiben die Mietpreise, brechen jeden Tag Mietrecht und machen ihre Aktionäre auf Kosten der Menschen reich. Ich freue mich, dass die Linke Berlin die Forderung nach Enteignung in die Regierung einbringt. Schon jetzt werden erfolgreich Wohnungen in der Karl-Marx-Allee in öffentliches Eigentum überführt, statt sie der organisierten Kriminalität der Immobilienkonzerne zu überlassen. Bundesweit sind wir an der Seite der Mieterinnenbewegung. Bezahlbares Wohnen ist ein Grundrecht für alle Menschen. Wir kämpfen daher für einen sofortigen Stopp aller Mieterhöhungen. Und wir sind die einzige Partei, die ein Sofortprogramm hat, das dafür sorgen wird, dass die Mieten spürbar sinken. Bis dahin ist es noch ein Stück des Weges zu gehen. Mit unserer Kampagne wollen wir mit dazu beitragen, dass eine bundesweite Mieterinitiative Bewegung in die Wohnungspolitik bringt. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, die Wahlen zum Europaparlament und für die Parlamente in Bremen, Thüringen, Sachsen und Brandenburg, wie auch 10 Kommunalwahlen, gehen alle an. Nicht nur die Menschen, die dort leben und wählen können. Wir werden diese Wahlkämpfe gemeinsam als das führen, was sie sind, als gesellschaftliche Richtungsauseinandersetzungen. Ein Rechtsruck würde dieses Land verändern. Wir können das verhindern. Dafür wollen wir uns mit den engagierten Menschen im Land, der progressiven Zivilgesellschaft, mit Gewerkschaften und antifaschistischen Initiativen verbünden. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, gesellschaftliche Mehrheiten für bessere Arbeits- und Lebensverhältnisse und eine sozial-ökologische Alternative zu gewinnen. Lasst uns einen gesellschaftlichen und organisierten Wahlkampf führen mit klarem linken Profil. Wir, die Linke, sind der Bündnispartner für alle, die dieses Land gerechter machen und das Klima retten wollen. In diesem Sinne haben Katja und ich diese Woche einen Vorschlag für einen sozialen Aufbruch und eine mutige Klimapolitik veröffentlicht. Der Kern ist der Überzeugung geschuldet, dass gerechte Verteilung des Reichtums die Zukunft der Arbeit, die Demokratie und der Klimaschutz zusammengehören und zusammen gedacht werden müssen. Denn demokratische Entscheidungen über Zukunftsinvestitionen sind längst zu einer gesellschaftlichen Schlüsselfrage geworden. Ohne diese lassen sich weder die Alltagssorgen der Menschen lösen, noch die Demokratie in Europa und das Klima unseres Planeten retten. Statt alle gesellschaftlichen Bereiche dem Profit und der Wettbewerbsfähigkeit zu unterwerfen, braucht es einen grundlegenden Richtungswechsel, der Arbeit, Wohnen, Pflege und Gesundheitsversorgung, Bildung und Mobilität im Interesse der Menschen gestaltet. 2019 ist es Zeit, Partei zu ergreifen. Nur ein solcher Richtungswechsel kann die Gefahr von rechts bannen und die Entwicklung zu einem autoritären Kapitalismus à la Trump verhindern. Es geht nicht um weniger als das. Die Linke ist bereit, Rosa Luxemburg, an deren Ermordung wir in diesem Jahr zum 100. Mal gedenken, hat von sich gesagt, ich lebe am fröhlichsten im Sturm. Lasst uns mit der gleichen fröhlichen Entschlossenheit in dieses Jahr ziehen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Applaus